Hallo liebe Fans von Liga 2004. Es tut mir leid, dass ich euch mein Gesicht nicht zeigen kann, aber ich bin der Typ, der den Kanal von Liga 2004 heimlich gehackt hat, weil der so viele Fußballfans hat. Und ich möchte halt, dass dieses Video von vielen Leuten gesehen wird. Ich sage heute ein bisschen was zum Crowdfunding des VfL Osnabrück, was dieser Tage zu Ende gegangen ist. Der VfL Osnabrück hat zur Sicherung der Lizenz von seinen Fans über 500.000 Euro eingesammelt. Damit gehört das Crowdfunding des VfL Osnabrück zu den 10 größten Fundings in der Geschichte, in der deutschen Geschichte des Crowdfundings. Das ist eine super Sache. VfL hat das super hingekriegt. Dennoch hätte der Verein das alles noch viel besser machen können, viel emotionaler, viel professioneller. Das ist alles etwas mit heißer Nadel gestrickt. Und ich hätte mir gewünscht, dass der VfL sich das zum Beispiel mal angeguckt hat von dem Film-Fan-Projekt bei Schalke 04. Da läuft aktuell ein Funding, was vielleicht nicht erfolgreich sein wird, aber dafür viel besser gemacht ist. Und dann ist es schade, dass es für die Investoren keine zusätzlichen Prämien gegeben hat. Da hätte man sich sicherlich noch was ausdenken können und wäre dieses Crowdfunding-Projekt des VfL Osnabrück nicht nur ein Lehrbuchbeispiel geworden, was es sicherlich sein wird in der Zukunft, sondern dann wäre es auch für die mitmachenden Fans alles noch viel spannender gewesen und dann hätten sicherlich mehrere Leute auf Facebook geteilt, dass sie dabei gewesen wären. Dennoch ist es eine tolle Sache für den Verein, für die Region und für die ganze Crowdfunding-Szene. Und ich hoffe, dass dieses Video jetzt viele Leute sehen, weil sonst schafft Liga 2004 es ja nie, 1 Million Klicks zu bekommen, was ihm dann ja zum FC Bayern in die Allianz Arena bringen würde. Also Leute, klickt das Video und viel Spaß am morgigen Fahrradtag. Tschüss.